Servus und herzlich willkommen. In diesem Video vergleichen wir die Videoqualität mit einem 360-Grad-Video, einmal gerendert mit Studio und einmal gerendert in der App, jeweils mit Ausgabe 4K. Ich wünsche dir viel Spaß. Als erstes machen wir ein Reframing mit Insta360 Studio. Dazu öffne ich Studio. Öffnen wir eine Datei. So, dann schauen wir mal, was wir mit der machen könnten. Gehen wir mal ein bisschen nach vorn. Da haben wir irgendwo einen Bus. Jawohl. Dann merken wir uns das so ungefähr, dass wir hier also bei so in etwa 1,10 starten wir das Ganze. 1,10. Und gehen wir auf den ersten Keyframe. Nehmen wir den Natural View. So. Und dann starten wir unser Video. Da sehen wir, dass hier der Bus kommt. Und jetzt sage ich mal ungefähr hier. Setzt man einen Keyframe und drehen uns zu dem Bus. Sagen wir so. Dann lassen wir das weiterlaufen. Ja, es ist auch raus. Setzen wir wieder einen Keyframe. Und drehen uns einmal etwa bis hier. Lassen wir es weiterlaufen. Und setzen wir wieder einen Keyframe. Und setzen unsere Fahrradfahrt hier fort. Jawohl, lassen wir weiterlaufen und dann, so hier ist der Bus fast weg, so und hier schneiden wir das ab und beenden hier unser Video. So, jetzt gehen wir nochmal zurück, schauen wir uns das Ganze an. So. Also, wir beginnen hier und sehen hier unseren Bus durchfahren. Und der fährt dann hier weiter. Okay. Gut. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Was können wir hier farbmäßig machen in Studio? So gut wie nichts. Jetzt gehen wir mal darüber. Wir haben die Möglichkeit hier das Color Plus, das habe ich schon mal eingeschaltet gehabt, einzuschalten. Also ich schalte es mal ein, das Color Plus. Und dann können wir das hier regeln, von sehr, sehr hart auf weniger. Also so ist nichts. So haben wir ein bisschen was drinnen. Ebenso vielleicht so 30, 32, bringt uns eine schöne Farbe, das geben wir mal rein. Der Ton ist nicht relevant, da müssen wir später Musik drüber legen, wenn sie ist. Und ja, mehr können wir jetzt hier eigentlich nicht machen. Unser Clip für irgendeinen Film sozusagen ist jetzt fertig und wir exportieren den. Ich arbeite hier auf dem Mac. Ich nehme also das reframed Video. Dann die Bitrate gehe ich ganz nach oben. Die Auflösung machen wir ja jetzt 4K. 3840. Und hier nehme ich das Apple ProRes. Also wir haben jetzt eingestellt 4K, Apple ProRes. Und am Desktop wird es exportiert. Das reframed Video und wir exportieren das.
Hier oben haben wir dann den Fortschritt. Hier ist jetzt das Video fertig. Ich lege jetzt mal über on das Programm. Hier haben wir unser reframedes Video. Wir öffnen das mal mit dem QuickTime Player. So. Und schauen wir uns das mal an. Hier kommt unser Bus. Er fährt durch und fährt dann weiter. Okay. Das wäre jetzt der Clip aus Studio und als nächstes machen wir das Ganze am iPhone oder iPad. Wir sind jetzt auf meinem iPad und ich öffne die Insta360 App und wir gehen zum Album. So, ich habe den Clip hier auch runtergeladen von der Kamera und wir haben das hier jetzt drinnen. Erstellen wir das Ganze erstmal um auf 16 zu 9. Okay. Gut. Wir haben das Ganze gedreht gehabt nach hinten. Schauen wir mal, wo wir da ungefähr begonnen haben, ob wir das noch wissen. Das war das mit dem Bus. Ja, ich glaube, das war ungefähr hier, wo wir begonnen haben. Dann gehen wir mal darauf schneiden. Bei 1,8. Also so ungefähr. Hier sehen wir den Bus hinten schon. Also wir haben mal gesagt, so ungefähr 1,8 oder ja, so hier in etwa. Hier beginnen wir. Okay. Schneiden das ab. Dann haben wir unseren Beginn. Und gleichzeitig setzen wir hier unseren ersten Keyframe. Wir gehen hier ebenfalls wie beim Mac vorher auf Linear und schieben hier das ein bisschen rein. Jawohl. Also das wäre hier unser Beginn. Dann lassen wir das laufen. Jetzt kommt unser Bus, genau wie vorher auch. Und schauen wir mal. Dann drehen wir den so rüber. Ein Stück noch. Da kann man ungefähr. Na, das ist schon zu weit. Ja, haben wir den so in etwa hier gerade drin gehabt. So. Ja, ich würde mal sagen, so ungefähr so. Dann setzen wir uns den nächsten Keyframe. Wir bleiben wieder bei dem Linear. Dann schauen wir weiter, wo er durch war. Da haben wir so ungefähr auf diese Stelle gedreht. Machen wir wieder einen Keyframe. Weiterlaufen und hier haben wir dann das ungefähr auf den Fahrradweg gedreht, so in etwa. Muss man weiterlaufen und ungefähr hier haben wir das Ganze gestoppt. Also hier müssen wir dann wieder schneiden. Da haben wir gesagt, ungefähr, wo der Bus dann, sagen wir, hier so in die Bäume verschwunden ist. So in etwa. Hier schneiden wir ab. So, jetzt gehen wir mal zurück. Lassen wir unseren Clip ablaufen.
Kommt unser Bus. Und fährt dann durch. Hier haben wir so eine Ecke gehabt. Das glaube ich, den habe ich aus Versehen gesetzt gehabt. Nein, das ist richtig. Der gehört nicht rein, den löscht man weg. Dann lassen wir es nochmal kurz laufen. Jawohl. Okay, dann gehen wir mal davor. Vielleicht. Irgendwo mal die Farben gut sehen. Schauen wir mal, wo wir es am besten beurteilen. Können wir auch hierher gehen. So. Und jetzt haben wir natürlich hier die Möglichkeit, dass wir das absolut color graden können. Schauen wir aber nochmal. Vielleicht nehmen wir hier diese Seite. Dann. Wir lassen also dieses Clarity mit. Da haben wir Blumen, genau so. Wir lassen also dieses Clarity Plus da oder dieses Color Plus. Das lassen wir hier mal weg und gehen in unsere Einstellungen. Und hier können wir jetzt also ganz normal color graden. Schauen wir uns mal das an. Ich habe es mit lebhaft gefilmt gehabt. Wir haben jetzt eben diese Möglichkeit mit dem Doppelklick und können wir uns das Ganze anschauen. Jetzt hier haben wir die Bäume drin. Klicken wir wieder, stellen wir es hier mal her, schauen wir mit der Belichtung. Den lassen wir einfach mal so stehen. Die Farbtemperatur, das sieht auch gut aus. Gehen wir auf die Sättigung, wenn wir da noch ein bisschen reingehen, wird es ein bisschen wärmer. Gehen wir mal vielleicht da so 20 dazu. Dann machen wir unseren Doppelklick wieder. Gehen wir mal hier, da wo der Himmel relativ gut sichtbar ist, schauen wir uns einmal das an. Wenn wir hier die Highlights da ein bisschen zurückholen, haben wir ein bisschen mehr den Highlights oben drinnen. Schaut ganz gut aus. Dann gehen wir mal hier zu den Bäumen. Schauen wir im Schatten, ob wir da ein bisschen aufmachen oder nicht. Also es soll schon auch ein guter Kontrast sein. Hier ist es fast die Schatten ein bisschen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen nach unten, schauen wir uns mal das an, wie das wirkt. Gehen wir mal auf minus 20 im Schattenbereich. Den Ton, den lassen wir. Und bei der Schärfe, die Kamera, die schärft also wirklich relativ gut. Ich würde später mit der Schärfe hier sehr vorsichtig sein, wenn wir uns hier die Struktur anschauen an der Kappe. Also das ist eigentlich scharf genug. Gut, jetzt haben wir hier auch im Bus ein bisschen mehr Farbe. Dann gehen wir nochmal ganz zurück. Es ist jetzt schon gut kräftig, aber jetzt lassen wir es einfach mal anlaufen und schauen wir uns das an. Aber so für Urlaubsvideo würde man hier die Farbe, ja, vielleicht ist es ein bisschen zu kräftig, dass man hier nochmal ein bisschen nachbessern bei der Sättigung, wenn man da vielleicht auf 15 gehen. Okay, dann bestätigen wir das. Gehen wir nochmal zurück. Lassen wir das Ganze nochmal ablaufen. Ja, ist schön kräftig. Sonne für den Urlaub gefällt mir jetzt diese Farbstimmung. Okay, und unser Bus rauscht durch. Wunderbar. Dann
dann haben wir jetzt unser Reframing hier praktisch fertig. Und wir können jetzt, wie du siehst, unten ja in der App, du könntest hier alles Mögliche noch machen. Also gleich Musik dazulegen und so weiter und so fort. Das lassen wir jetzt aber außen vor. Nur die Möglichkeiten, die du hier hast auf dem iPad oder am Handy, gehen wir auf Export. Und jetzt das Schöne eben ganz vorne ins Album. Wir gehen hier auf diese 4K30 und die Bitrate maximal 125, was machbar ist, und exportieren jetzt unseren Clip. So, los geht's. Und wenn der Clip dann fertig ist, werden wir die nebeneinander stellen und schauen uns die Ergebnisse dann an. So, der Export ist fertig, sagt er. Gehen wir mal ins Album rein, Fotos, nur einmal um zu sehen, wie das Ganze jetzt überhaupt geworden ist. Ja, es schaut sehr gut aus. Wunderbar. Dann vergleichen wir das Ganze jetzt mal. So, dann schauen wir uns das jetzt mal an, die Ergebnisse. Wir haben oben die Bearbeitung in Studio und unten in der App bei dem ersten Clip. Und wenn wir das dann hier so anlaufen lassen, stoppen wir mal hier. Also von der Randschärfe oder insgesamt Schärfe, glaube ich, sieht man keinen Unterschied. Schauen wir hier beim Bus. Die Schrift ist nicht 100% scharf, es ist ein bisschen Artefakte rundherum. Hier wiederum eben unten in der App. Von der Schärfe her, ja, ich glaube, dass es ziemlich identisch ist. Hier wiederum oben Studio, hier sehen wir auch die typische Randunschärfe. Und unten in der App, also im Zentrum, ist es schön scharf, also das passt so. Hier auch wieder die Randunschärfe, unten haben wir die App. Es ist trotzdem eigentlich ganz gut, kann man hier nichts sehen eigentlich, dass das irgendwie ein gravierender Unterschied wäre bei den beiden Versionen. Dann das Ganze, unten Studio und oben die App-Entwicklung. Lass mal das nochmal kurz anlaufen. Wenn wir das hier stoppen. Wir sehen hier in der App, ist es genauso am Rand unscharf wie unten in der Studio-Bearbeitung. Gehen wir mal weiter. Unten Studio, in der Mitte haben wir wieder die Schärfe, das passt. Rand ist, wie gesagt, bei diesen Sachen eben immer etwas unscharf. Schauen wir uns den Bus an. Hier haben wir die Schrift. Es ist in etwa genau das gleiche wie vorher. Ich kann da also keinen großen Unterschied feststellen. Wo ich einen Unterschied gesehen habe, das ist bei der Einstellung linear. Es ist also von der Studiobearbeitung zu der App, ist hier ein leichter Größenunterschied. Also von der Einstellung her von den beiden Apps. Also ich bin habt das irgendwo verschoben, ich glaube es aber nicht. Ich glaube, dass da ein minimaler Unterschied ist bei der Einstellung linear. Aber sonst, du siehst unten Studio, in der Mitte ist schön scharf. Oben die App, die ist auch so, in der Mitte ist scharf. Und hier die Unschärfe ist genauso wie bei der anderen, wenn wir es entgegengesetzt angeschaut haben. Also das ist ziemlich identisch, wenn man sich das anschaut. Das heißt also für uns, wir können das jetzt, unsere Filme, das Reframing genauso auf dem iPad oder auf dem iPhone machen. Wir holen hier bei beiden Sachen die optimale Qualität, die man erzielen kann, raus. Was vielen, die gerne mit Mobilgeräten arbeitet, entgegenkommt. Ja, das war der Vergleich und auch in der Bearbeitung. Wir haben es gesehen, die Farbbearbeitung ist natürlich, also das Color Grading ist in der App natürlich schöner zu bewerkstelligen. Bei Studio kannst du das
nicht so machen. Du musst also alles in einem anderen Programm dann machen. Und in der App kannst du ja auch deine Clips aneinander hängen und kannst gleich das Video schneiden nach dem Reframing. Spricht also sehr viel dafür, dass man hier mit dem mobilen Workflow schneller ist, mittlerweile jetzt durch diese Option 4K als über den Umweg Studio. Ja, das war jetzt mein Vergleich und mein Tipp. Im Anschluss nochmal die beiden Clips von der Studiobearbeitung und von der App-Bearbeitung. Ich glaube, das war jetzt hier ganz interessant für alle, die das machen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und ciao.